Hallo, danke, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht der von Emma und Nelly geliebte Familienhund namens Fluffy leider verloren. Ob die Familie ihren Hund wiederfindet, erfährst du in der Story. Bevor die Story startet, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Und jetzt geht's los, viel Spaß! Nein, das ist meins. Gib es her. Nein. Ey. Was ist denn schon wieder bei Emma und Nelly los? Sie streiten heute schon den ganzen Tag. Was ist denn schon wieder los bei euch? Warum streitet ihr? Sie gibt mir nicht die Puppe, die ich zum Spielen brauche. Ich wollte gerade im Puppenhaus spielen und jetzt nimmt sie meine Puppe weg. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte jetzt damit spielen. Ach, ihr beiden, das ist doch kein Grund zu streiten. Ihr wechselt euch einfach ab. Zuerst darf Nelly eine halbe Stunde mit den Puppen spielen und dann du, Emma. Na gut, hier hast du deine blöde Puppe. Danke. Schön, dass das jetzt geklärt ist, ihr beiden. Du, Raphael, ich glaube, wir müssen heute was mit den Kids unternehmen, sonst werden sie hier noch den ganzen Tag streiten. Ich glaube, sie brauchen einfach ein bisschen frische Luft. Ja, da hast du recht, aber hast du eine Idee, was wir unternehmen können? Ja, lass uns doch zum Shoppingcenter gehen. Dort gibt es das Spielparadies für die Kinder und wir können einen Kaffee trinken und vielleicht noch ein paar Einkäufe erledigen. Ja, das ist eine super Idee, aber was machen wir denn mit Fluffy? Er darf doch nicht mit in den Shoppingcenter und wenn wir heute den ganzen Tag weg sind, braucht er auch noch Auslauf. Erinnerst du dich noch, das letzte Mal hat Fluffy im Shoppingcenter ein Riesentheater gemacht, nur weil er eine Katze gesehen hat. Lass uns Fluffy doch einfach zu Oma bringen. Sie freut sich doch immer über ein bisschen Gesellschaft und vielleicht kann sie auch ein bisschen mit ihm spazieren gehen und Fluffy kann auch in ihrem Garten spielen. Ja, das ist gut. Wir sollten ihr aber nicht zu viel zumuten. Sie ist ja auch nicht mehr so fit wie früher. Ja, ich denke, das wird kein Problem sein. Am besten, ich rufe sie gleich mal an und frage sie, ob das für sie in Ordnung ist. Ja, mach das. Gut, kannst du der Mia vielleicht währenddessen noch etwas Milch geben? Ja, mache ich. Okay. Hallo Mama. Oh, hallo Amalia. Schön, dass du anrufst. Ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht den Fluffy für heute Nachmittag bei dir vorbeibringen können. Wir haben nämlich geplant, in den Shoppingcenter zu gehen. Und dort können wir Fluffy leider nicht mitnehmen. Und er darf auch nicht so lange allein bleiben, weißt du? Er braucht etwas Auslauf. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ich freue mich, wenn der kleine Fluffy mich mal besuchen kommt. Okay, das ist super. Wir gehen dann so ungefähr in einer halben Stunde los und bringen dann Fluffy kurz zu dir, ja? Ja, ist gut. Ach übrigens, Hundefutter hast du noch vom letzten Mal da, oder? Ja, ich habe noch eine große Packung Hundefutter bei mir. Okay, dann ist ja alles geklärt. Bis später. Bis später. Raphael, ich habe alles mit Oma geklärt. Sie freut sich sehr, dass Fluffy zu ihr kommt. Okay, das ist gut. Ich sag noch den Kindern Bescheid und dann können wir vielleicht so in einer halben Stunde los. Ja, ich mach dann die Mia fertig. Gut. Kinder, ich habe eine Überraschung für euch. Wir gehen gleich in den großen Shoppingcenter mit dem Spielparadies. Ja, ich liebe das Spielparadies. Ich auch, das ist so cool. Übrigens, Fluffy bringen wir während der Zeit zu Oma. Okay, da wird er sich bestimmt freuen. Ja, komm, wir gehen zu ihm. Gut dann, Kinder, wir gehen ungefähr in einer halben Stunde los. Ja. Fluffy, du gehst heute zu Oma. Freust du dich? Ich denke, das soll ein Ja sein. Oh, das müsste Amalia mit Fluffy sein. Ich öffne mal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Omi, hallo. Hier ist Fluffy, Mama. Danke, danke. Der Kleine freut sich ja schon. Dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag.
Danke, den werden wir haben. Tschüss, Omi, bis später. Tschüss. Tschüss, meine Süßen. Oh, hast du Hunger, Fluffy? Ich bring dir mal was. Und wenn du möchtest, dann kannst du davon essen. Ja, du kannst ja gleich fressen. Ich mach nur noch Wasser in den Napf. Bitteschön. Nanu, Fluffy, was bist du denn noch so wild? Ich glaube, er braucht ein bisschen Auslauf im Garten. Na komm, Fluffy, komm. Schau mal, Fluffy, das hier ist mein Garten. Das sind meine Tomaten, aber die darfst du nicht essen. Fluffy, hier darfst du aber nicht hin. Das sind die Bienen und die können stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Also das war heute eine tolle Idee von dir. Die Kinder spielen, wir trinken unseren Kaffee und Fluffy ist bei Oma. Also der Tag kann nicht besser werden. Ja, das ist wirklich schön. So, Fluffy, ich bring jetzt den Müll raus. Stell bitte keinen Unsinn an, ich bin gleich wieder da. Oh, schön. Fluffy ist mir nicht hinterhergefolgt. Amalia hat ihn echt gut erzogen. Fluffy, komm. Ich habe hier noch ein paar Leckerlis für dich. Nanu, Fluffy, wo bist du denn? Was ist denn los? Ich guck mal im Garten. Nanu, was ist denn mit den Bienen los? Warum sind sie denn so aufgescheucht? Oh nein, nicht, dass Fluffy bei den Bienen war und dann aus Schreck weggerannt ist. Fluffy, wo bist du? Komm! Fluffy! Ich schaue mal draußen nach. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen kleinen dunkelgrauen Hund gesehen? Nein, tut mir leid, ich habe hier heute keinen einzigen Hund gesehen. Oh, okay, trotzdem danke. Entschuldigung, hast du vielleicht einen kleinen Hund gesehen? Ja, war er vielleicht dunkelgrau? Ja, genau, er ist dunkelgrau und hat ein flauschiges Fell. Ja, so einen Hund habe ich gesehen. Er war ganz wild und ist hier rumgerannt. Weißt du vielleicht noch, in welche Richtung er gerannt ist? Er ist hier lang gelaufen. Vielen Dank. Ich muss dann gehen. Ich hoffe, Sie finden Ihren Hund. Danke, das hoffe ich auch. Fluffy, bist du vielleicht hier irgendwo? Oh, es hilft nichts. Ich suche schon seit über einer halben Stunde hier in der Gegend nach Fluffy und er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich glaube, ich muss Amalia anrufen und ihr Bescheid sagen, dass Fluffy weg ist. Hallo Amalia. Es tut mir so leid, dass ich euch jetzt stören muss, aber Fluffy ist mir leider abgehauen. Ich glaube, er wurde von den Bienen zerstochen und ist dann weggerannt. Oh nein, hast du auch gründlich nach ihm gesucht? Bist du sicher, dass er sich nicht doch bei dir im Garten irgendwo versteckt hat?
Nein, 100% nicht. Ich habe alles abgesucht. Und in der Umgebung auch. Und draußen hat mir ein Mädchen gesagt, dass sie ihn gesehen hat und dass er ganz wild war und rumgerannt ist. Ihr müsst leider kommen. Okay, Mama, wir kommen. Oh Mann, das ist aber ein Pech. Ja, ich hoffe, dass wir Fluffy schnell wiederfinden und dass ihm nichts passiert ist. Ja, das hoffe ich auch. Ich sag mal den Kindern Bescheid, dass wir jetzt gehen müssen. Ja, mach das. Emma, Nelly, kommt ihr mal bitte? Ja, was ist denn, Mami? Warum siehst du denn so traurig aus? Oma hat gerade angerufen und sie hat gesagt, dass ihr Fluffy abgehauen ist. Was? Fluffy ist weg? Oh nein, was ist, wenn ihm was passiert ist? Das wissen wir leider auch nicht, aber wir müssen jetzt dringend zu Oma gehen. Och Menno, ich würde hier noch so gern spielen. Aber Fluffy ist natürlich wichtiger. Ja. Dann kommt, Kinder, lasst uns gehen. Ja, das tut mir leid. Wir müssen leider wirklich Fluffy suchen und euch können wir ja auch nicht hier lassen. Mhm. Okay, dann gehen wir auch mit Fluffy suchen. Mama, was hat das Mädchen gesagt? Wo genau hat sie Fluffy denn wegrennen sehen? Kommt mit, ich zeig euch die Stelle. Hier habe ich das Mädchen getroffen und sie sagte, dass Fluffy nach rechts gelaufen ist. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir mal in dieser Richtung weiter. Eine Stunde später. Ach, es hilft nichts. Wir suchen schon seit einer Stunde und haben immer noch nichts gefunden. Wir sind jetzt sogar schon am Hafen. Ja, das stimmt. Das ganze Suchen hilft nicht mehr. Ich glaube, die einzigsten Sachen, die wir noch tun können, sind eine Anzeige beim Tierheim schalten, falls dort ein Hund abgegeben wird, dass sie genau wissen, welcher von denen Fluffy sein könnte, und Suchzettel aushängen. Und wenn wir Glück haben, meldet sich jemand in den nächsten Tagen bei uns. Oder Fluffy wird im Tierheim abgegeben. Ja, ich denke, das ist wirklich das Einzigste, was wir noch tun können. Nanu, kleiner Hund, was machst du denn hier? Ich wollte heute auch noch jemandem zum Spielen suchen. Willst du vielleicht mit mir spielen? Na gut, komm, komm. Hier, kleiner Hund, wir können mit dem Ball spielen. Willst du gar nicht mit mir spielen? Was bist du denn für ein komischer Hund? Nimm das, du blöder Köter! Jonas, mein Schatz, ich bin wieder da! Nanu, was macht denn dieser Hund hier? Hast du ihn etwa draußen gefunden und einfach mitgeschleppt? Nein, nein, das ist der Hund von einem Freund und der hat ihn mir zum Spielen ausgeliehen. Okay, dann ist ja gut, denn Hunde darf man nicht einfach so nach Hause nehmen. Ja, ja, Mama, ich bringe ihn sowieso wieder meinem Freund zurück. Die Suchzettel für Fluffy sind fertig. Ihr könnt sie in der Nähe aufhängen, zum Beispiel an Einkaufsläden oder an irgendwelchen Pfosten oder einfach in Parks oder so. Und während ihr das macht, schalte ich eine Anzeige im Tierheim. Okay, danke, Raphael. Wir gehen nach draußen und hängen die Suchzettel auf. Dann bis später. Tschüss! Am nächsten Tag. Jonas, ich gehe einkaufen. Ja, Mama. Nanu, das da auf der Suchanzeige ist doch der Hund, den wir zu Hause haben. Ich mache mal ein Foto von der Anzeige und stelle Jonas dann zu Hause zur Rede. Komm, du blöder Hund, wir gehen raus vor die Tür und spielen dort ein bisschen.
Komm jetzt mit! Was glotzen Sie so? Ich muss ganz dringend Amalia anrufen. Das war doch Ihr Hund, mit dem dieser Junge da gespielt hat. Hallo Amalia, hier ist Herr Krause, Ihr Nachbar am Apparat. Oh, hallo Herr Krause, was gibt's denn? Weißt du was? Ich habe gerade in der Gartenstraße 15 einen Jungen vor seiner Haustür gesehen. Und rate mal, mit wem er da gespielt hat. Das war doch tatsächlich dein Hund. Dieser kleine, graue, flauschige. Das könnte schon sein. Fluffy ist nämlich seit 2 Tagen weg. Na also, Sie sollten unbedingt dort vorbeischauen und den Jungen zur Rede stellen. Vielen Dank, Herr Krause. Kein Problem. Auf Wiederhören. Kinder, hier müsste das Haus sein, von dem Herr Krause gesprochen hat. Ich klingel mal. Ja, was gibt's? Hallo, wir suchen einen Hund. Er ist klein und hat ein dunkelgraues, flauschiges Fell. Kann es sein, dass der Hund hier ist? Denn hier hat ihn jemand gesehen. Also hier bei mir zu Hause gibt es keinen Hund. Ich habe ja nicht mal ein Haustier. Aber als ich vorher draußen war, habe ich genau so einen Hund gesehen, den Sie beschrieben haben. Er ist hier die Straße entlang gelaufen. Oh, schade, da muss sich Herr Krause wohl vertan haben. In dieser Straße haben wir nämlich schon gründlich alles abgesucht, aber hier war leider kein Hund. Aber trotzdem danke für deine Hilfe. Gerne, kein Problem, tschüssi. Menno, schon wieder nix. Was ist, wenn wir Fluffy nie wieder finden? Kinder, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Fluffy ist noch nicht so lang weg. Wir haben noch eine Chance, ihn zu finden. Hoffe ich. Kommt, am besten gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt heute oder in den nächsten Tagen noch ein Anruf. Hä, was für ein Anruf denn? Na, Raphael hat doch auf die Suchzettel, die wir ausgehangen haben, unsere Telefonnummer geschrieben. Und jemand, der Fluffy gefunden hat, kann diese Telefonnummer anrufen. Oh, ach so. Gut, dann kommt, wir gehen jetzt. Eine Stunde später. Jonas, ich bin wieder zu Hause. Kommst du mal bitte her? Ja, ich komme schon. Jonas, wie du weißt, war ich hier einkaufen. Und im Einkaufsladen habe ich eine Suchanzeige für einen bestimmten Hund gefunden. Und ich habe ein Foto von der Suchanzeige gemacht. Schau mal hier. Jonas, der Hund in der Anzeige ist genau der Hund, den du hier zu Hause angeschleppt hast. Du hast behauptet, dass der Hund von einem deiner Freunde ist. Warum hast du mich angelogen? Ja, ich wollte halt jemanden zum Spielen haben, weil nie jemand mit mir spielt. Und dann war da halt dieser Hund und der war der perfekte Spielkamerad. Jonas, ich hab dir doch gesagt, das darf man nicht machen. Wenn du niemanden zum Spielen hast, dann sag mir doch Bescheid, dann kann ich mit dir spielen. Zum Glück haben die Besitzer vom Hund die Telefonnummer auf den Suchzettel geschrieben. Die rufe ich jetzt gleich an. Und dann bringen wir den Hund zurück. So, Jonas, ich rufe jetzt an und erkläre den Besitzern, was passiert ist. Und dann gehen wir zu ihnen und bringen ihnen den Hund. Und du entschuldigst dich dann bei den Besitzern, verstanden? Ja, ja, mach ich. Hallo, hier ist Frau Bergstein. Ich rufe an. Eine halbe Stunde später. Oh Mama, das müssen die Leute sein, die uns Fluffy bringen. Ja, ich denke, das sind sie. Yay, kann ich die Tür öffnen? Ja, das kannst du machen. Fluffy, da bist du ja! Ich hab dich so vermisst, Fluffy. Ich wollte mich bei euch entschuldigen, dass ich euren Hund einfach so mitgenommen habe. Und auch dafür, dass ich euch angelogen habe und gesagt habe, dass ich keinen Hund habe, obwohl der Hund bei mir zu Hause war. Es tut mir sehr leid. Das war aber nicht so nett von dir. Ich werde das auch nie wieder machen. Okay, also ich verzeih dir. Hauptsache, wir haben unseren Fluffy wieder. Ja, ich verzeihe dir auch. Wenn du versprichst, dass du so etwas nie wieder machst. Ja, ich verspreche es. Wissen Sie was? Mein Sohn hat leider nicht sehr viele Freunde und ihm ist oft langweilig und deshalb neigt er dazu, Dummheiten zu machen. Ach, das ist wirklich kein Problem.
Wenn du willst, kannst du mit uns spielen. Wir haben ein cooles Trampolin in unserem Spielzimmer. Echt? Ich liebe Trampolins. Wir würden dir auch erlauben, auf unserem Trampolin zu springen. Das ist aber nett von euch, ihr beiden. Frau Bergstein, kommen Sie doch rein auf eine Tasse Kaffee und Ihr Sohn kann mit meinen Töchtern spielen. Oh, das wäre wirklich nett. Das mache ich doch gerne. Kommen Sie rein.